Herzlich willkommen. Mein Name ist Andreas Klamm. Ich bin Journalist, Rundfunkjournalist, Autor, Schriftsteller, Buchautor von 10 veröffentlichten Büchern und sozial engagiert. Für das Grundeinkommen. Stimmen für das Grundeinkommen in Deutschland und in Europa. Aus diesem Grund gründete ich die Arbeitsgemeinschaft Grundeinkommen Deutschland und Europa, weil ich glaube, das Grundeinkommen ist für Deutschland und für Europa wichtig, für die Menschen in Deutschland und in Europa und sogar für die Unternehmer. Und das sage ich Ihnen jetzt auch nicht nur als Arbeitnehmer, als Journalist, als staatlich geprüfter Gesundheits- und Krankenpfleger, sondern auch als Unternehmer, als Geschäftsführer eines Unternehmens in Großbritannien, der Firma Grace Medcare Limited in London, ein kleines Unternehmen, welches Medien- und Pflegedienstleistungen weltweit anbietet. Und dennoch engagiere ich mich sozial. Andere sprechen von einem sozialpolitischen Engagement. Das mag auch stimmen und dem will ich auch nicht widersprechen. Es gibt eine wunderbare Petition für das Grundeinkommen von Susanne Wiest im Deutschen Bundestag. Diese Petition habe ich auch unterstützt. Und natürlich unterstütze ich auch die Arbeit des Netzwerk Grundeinkommen und einiger weiterer Vereine oder freier Arbeitsgemeinschaften, auch bei Facebook und bei anderen sozialen Netzwerken, die sich für das Grundeinkommen in Deutschland und in Europa engagieren. Die Petition von Susanne Wiest inspirierte mich dazu, es zu versuchen in einzelnen Bundesländern in Deutschland. Es gibt immerhin 16 Bundesländer in Deutschland. Und ich hatte lange Zeit darüber nachgedacht und mir auch viele Landesverfassungen durchgelesen, weshalb sollte ein Ministerpräsident und ein Landesparlament von Baden-Württemberg, von Hessen, von Saarland, von Hamburg, Bremen, von Nordrhein-Westfalen, von Rheinland-Pfalz, weshalb sollte ein Landesparlament oder ein Ministerpräsident oder inzwischen Ministerpräsidentin nicht auch sagen können, wir wagen diesen mutigen Schritt für soziale Gerechtigkeit und führen ein Pilotprojekt Grundeinkommen in unserem Bundesland, sei es Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz oder wo auch immer, in einem der 16 Bundesländer in Deutschland ein. Also schrieb ich eine neue Petition, die adressiert ist und war, an alle 16 Landtage und damit die Stimmen nicht verloren gehen, der Unterstützer natürlich auch an den Deutschen Bundestag. Das war der Hintergrund. Nicht um eine neue, in Anführungszeichen, Konkurrenzpetition zu schaffen, sondern eine Ergänzungspetition. Meine Hoffnung, mein Wunsch war, dass die Bundesländer in der Bundesrepublik Deutschland immer noch die Autonomie besitzen, entscheiden zu können, auch ein sozialpolitisches Pilotprojekt bewerkstelligen zu können, starten zu können, ins Leben rufen zu können. Denken Sie an die Einführung des privaten Rundfunks in Deutschland. Wo steht die Wiege des privaten Rundfunks? Sie könnten diese Sendung nicht sehen, wenn der Startschuss damals nicht in Rheinland-Pfalz gefallen wäre. Das war nicht die Bundeshauptstadt Bonn, auch nicht die Bundeshauptstadt Berlin. Ich mag beide Städte. Doch die Wiege des privaten Rundfunks, dualen Rundfunks, steht tatsächlich in Ludwigshafen am Rhein, in Rheinland-Pfalz. Dort hat privater Rundfunk mit dem offenen Kanal Bürgerfernsehen angefangen. Erst dann kam PKS, die Programmarbeitsgemeinschaft für Kabel- und Satellitenrundfunk, Sat1, Pro7, RTL, wie auch immer alle die Sender heißen mögen und beim Namen genannt werden. Die Wiege des privaten Rundfunks in Deutschland steht nicht in Frankfurt, nicht in Berlin, nicht in Bonn, sondern tatsächlich in einem recht kleinen, übersichtlichen und beschaulichen, schönen, ländlichen Bundesland Rheinland-Pfalz, in dem ich übrigens auch geboren wurde. Daher erlaube ich mir auch etwas Werbung für die Stadt Ludwigshafen und natürlich auch für Rheinland-Pfalz zu machen. Naja, meine Wünsche und inzwischen, wie ich weiß, auch Illusionen sind in Deutschland nicht möglich. Die einzelnen Landesparlamente der 16 Bundesländer und der Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer und die Ministerpräsidentin der 16 Bundesländer in Deutschland können ein solches politisches Pilotprojekt nicht mehr bewerkstelligen, ohne die Entscheidungskompetenz der Bundesregierung und damit des Deutschen Bundestages.
So viel durfte ich nach insgesamt 16 Petitionen für das Grundeinkommen an alle 16 Landtage in der Bundesrepublik Deutschland lernen. Und dennoch glaube ich, dass es einen Rechtsanspruch auch universell, allgemeingültig und auch in Deutschland für die Einführung des Grundeinkommens gibt. Den Hintergrund will ich Ihnen erklären. Wir alle hatten irgendwann einmal Schulunterricht. Die einen etwas mehr, die anderen etwas weniger. Ich durfte durch das Abendgymnasium auch etwas mehr Schulunterricht erfahren, länger als andere. Abendgymnasium in Mannheim und in Heidelberg. Industrialisierung, das Wort haben viele schon gehört. Computer, Roboter, technische Hilfsmittel machen menschliche Arbeitskräfte beispielsweise in Fabriken überflüssig. Es ist ein ganz schlimmes Wort, was ich auch nicht so sehr mag im Zusammenhang mit Menschen und mit Tieren. Doch diese menschliche Arbeitskraft wird im Vergleich zum 18. Jahrhundert, zu den Anfängen der Industrialisierung aus England kommend, nicht mehr in Werkshallen und in Fabriken, weder in Deutschland noch in Frankreich noch in England noch in Spanien benötigt. Das heißt, die menschliche Existenz und die Grundversorgung darf und kann nicht nur alleine auf einen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz begründet sein. Und wenn ich es nicht komplett falsch verstehen sollte, dann sind die Autoren und die Männer, die die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen 1948 in New York City proklamiert haben, ähnlicher Auffassung und auch der Überzeugung, dass die Grundversorgung des Menschen nicht nur von sozialversicherungspflichtiger Arbeit und bezahlter Arbeit abhängig sein kann. Denn im Artikel 23 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte steht geschrieben, Artikel 23, Zitat, Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, jeder hat das Recht auf Arbeit, auf freie Berufswahl, auf gerechte und befriedigende Arbeitsbedingungen sowie Schutz vor Arbeitslosigkeit. Jeder ohne Unterschied hat das Recht auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Jeder, der arbeitet, hat das Recht auf gerechte und befriedigende Entlohnung, die ihm und seiner Familie eine der menschlichen Würde entsprechende Existenz sichert, gegebenenfalls ergänzt durch andere soziale Schutzmaßnahmen. Noch einmal, die ihm und seiner Familie eine der menschlichen Würde entsprechende Existenz sichert, gegebenenfalls ergänzt durch andere soziale Schutzmaßnahmen. Das sehe ich als Punkt, wo das Grundeinkommen sehr gut greifen kann. Absatz 4.4 heißt es, jeder hat das Recht zum Schutz seiner Interessen, Gewerkschaften zu bilden und solchen beizutreten. Das ist natürlich auch ganz wichtig, vielleicht weniger wichtig im Zusammenhang mit dem Thema Grundeinkommen. Im Artikel 25 heißt es dann weiter, jeder hat das Recht auf einen Lebensstandard, der seine und seiner Familie Gesundheit und Wohl gewährleistet, einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche Versorgung und notwendige soziale Leistungen gewährleistet, sowie das Recht auf Sicherheit im Falle von Arbeitslosigkeit, Krankheit, Invalidität oder Verwitwung im Alter sowie bei anderweitigem Verlust seiner Unterhaltsmittel durch unverschuldete Umstände. Mütter und Kinder haben Anspruch auf besondere Fürsorge und Unterstützung. Alle Kinder, Eheliche wie Außereheliche, genießen den gleichen sozialen Schutz. Ich denke, diese zwei Artikel schon genügen, man kann sie noch ergänzen, auf der Grundlage der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, die weltweit und universell gültig ist, eine Stimme für die Einführung des Grundeinkommens in Deutschland und in Europa zu erheben. Und genau darum bitte ich Sie heute. Ich suche für eine Fernsehproduktion und für eine Filmproduktion aufgrund des Wahljahres 2013, wir haben Bundestagswahlkampf 2013, im September finden die Bundestagswahlen statt, mutige Frauen, Männer und Jugendliche, auch Kinder, die ihre Stimme mit einer Videokamera oder mit einer Webcam aufzeichnen und auch Gesicht zeigen für die Einführung des Grundeinkommens in Deutschland. Daraus möchte ich ganz gerne eine
etwa 60-minütige Fernsehproduktionen produzieren. Nicht nur mit meiner Stimme, ich kann problemlos eine Stunde lang einen Vortrag zum Thema Grundeinkommen halten und natürlich auch begründen, weshalb ich mir die Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens in Deutschland wünsche. Doch ich denke, es betrifft dieses Thema, die Einführung eines Grundeinkommens betrifft insgesamt 82 Millionen Menschen in Deutschland und fast 350 Millionen Menschen in Europa. Da sollte es nicht nur auf eine Stimme ankommen. Ich bin ja nicht Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Naja, und auch wenn die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, Dr. Angela Merkel, jetzt im Bundestagswahlkampf 2013 versprechen würde, liebe Leute, liebes Volk, liebe Brüder und Schwestern, ich schaffe 82 Millionen sozialversicherungspflichtige bezahlte Arbeitsplätze. Wer um Himmels Willen würde das denn glauben wollen? Oder stellen Sie sich vor, Bier Steinbrück, Herausforderer, Kanzlerkandidat der SPD, würde ein ähnliches Versprechen machen und würde sagen, Genossen und Genossinnen, wenn wir an die Macht kommen, dann gibt es 82 Millionen neue sozialversicherungspflichtige Erwerbsarbeitsplätze mit Bezahlung. Das kann eine Großpartei wie die CDU, CSU und auch eine große Partei wie die SPD mit mehr als 500.000 Mitgliedern, vielleicht sind es auch ein paar weniger inzwischen, nicht realisieren. Ganz zu schweigen, bitte nicht böse sein, von Bündnis 90 die Grünen oder von der FDP, aber da ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass die Parteien, die alternativen Parteien oder auch die Linke den künftigen Bundeskanzler oder auch die Bundeskanzlerin stellen im September 2013 eher gering. Das wird wohl noch 20 Jahre dauern, bis es dann mal so weit ist. Das heißt, ich suche daher nicht nur eine Stimme für das Grundeinkommen. Es gibt ja auch einen wunderbaren BGE-Papst, herzliche Grüße nach Berlin, der ordentlich viel informiert und, wenn ich so sagen darf, auch Werbung für die Einführung des Grundeinkommens macht. Er hat seine eigene Richtung, sein eigenes Stilmittel und das ist schön und gut so. Ich versuche, ein anderes Projekt zu realisieren, Stimmen für das Grundeinkommen. Und bitte Sie, gehen Sie vor Ihre Webcam, vor Ihre Videokamera und erzählen Sie Millionen von Zuschauern in Deutschland und in der Welt, warum die Einführung des Grundeinkommens, eines Basiseinkommens, einer Basisversorgung für alle Menschen ohne Ausnahme in Deutschland so wichtig ist. Denn menschliche Existenz, auch die Existenz von Tieren, kann und darf nicht nur auf sozialversicherungspflichtige Arbeit begründet sein. Denn das ist nicht möglich. Das weiß inzwischen jedes Schulkind. Keine Kanzlerin dieser Welt und auch kein amerikanischer Präsident, keine Partei dieser Welt ist in der Lage, auch nur 20 Millionen neue versicherungspflichtige Arbeitsplätze zu schaffen. Es ist eine unerfüllbare Forderung. Also eine solche Forderung werden wir auch nicht an die Kanzlerin herantragen. Doch bei einer Forderung bleibt es, einer sozialen und sozialpolitischen und inzwischen auch nachgewiesen sehr wohl umsetzbaren Idee. Die Einführung des Grundeinkommens, einer Basisversorgung oder Basiseinkommens in Deutschland. Und hierfür brauche ich Ihre Stimme als Videobeitrag. Und diesen Videobeitrag bitte ich Sie mir zu senden, wenn möglich im MP4-Format. Ansonsten auch gerne im AVI-Format an meine E-Mail-Anschrift andreas.klamm@berlin.com. andreas.klamm@berlin.com. Sollten Sie jetzt noch weitere Fragen haben, dann können Sie jederzeit auch anrufen. Telefon 06236 41 6802 in Neuhofen in der Pfalz bei Speyer am Rhein oder auch bei Ludwigshafen am Rhein. Telefon 06236 41 6802 oder auch Mobilfunktelefonnummer 0157 3746 4950. 0157 3746 4950. Ich bitte Sie, dieses Fernseh- und Filmprojekt zu unterstützen. Stimmen für das Grundeinkommen in Deutschland und in Europa. Senden Sie mir bitte Ihre Videodatei Stimme für das Grundeinkommen, für die Einführung des Grundeinkommens.
ob es denn letztlich Basiseinkommen, Basisversorgung, Basisregelversorgung oder Bürgerversorgung genannt wird. Ich denke, das ist ein Punkt, den man sicherlich diskutieren kann. Doch eines ist sicher, 82 Millionen Menschen in Deutschland brauchen soziale Sicherheit. Monat für Monat, Jahr für Jahr. Und ich glaube, das ist auf der Grundlage der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen, die immerhin bereits im Jahr 1948 proklamiert wurde, verkündet und ausgerufen wurde, möglich, auch in Deutschland, auch in Europa. Ich danke für Ihre freundliche Unterstützung, für Ihre Aufmerksamkeit und ich bitte Sie, mitzumachen, mitzuwirken für soziale Gerechtigkeit, für soziale Gerechtigkeit in Deutschland und in Europa. Und die ist möglich mit der Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens in Deutschland und in Europa. Ich wünsche Ihnen nur das Beste. Bis zum nächsten Mal. Ihr Andreas Klamm. Redaktion und Produktion: Otterer Bro, Radio, Fernsehen, Nachrichten, Medien und Informationen aus Deutschland und der Welt. Andreas Klamm, Saberort, Journalist, Postfach 1113 67137 Neuhofen, Deutschland. Telefon 06236 41 68 02. Telefon 06236 48 90 44. Und im Internet www.otterabro.de.